Der gefällt mir vor allem so gut, weil der so eine Ruhe dabei hat und so, ja, so tut, als wäre er nicht so wild. Und dann wird's aber irgendwie wild. Einfach schön. So, was könnte jetzt besser passen als Spekulatiuspralinen, liebe Zuschauer? Nichts. Nichts, oder? Unsere Backfee-Lin zeigt uns jetzt Spekulatiuspralinen, wie es geht. Ganz einfach. Und dann können Sie, also wenn Sie in so einer Lebenssituation wie ich bin, so, dann würde zu Hause für viele überraschen sorgen. Ich habe gestern Abend gebacken. Nein. Hat mein Mann auch überrascht. Und wir haben festgestellt, dass wir beide sehr unbegabt sind im Dekorieren. Im Dekorieren. Was hast du gebacken? Kekse. Ach so. Kekse. Vanillekipferl und jetzt normale Plätzchen. Spekulatiusproblem. Ja. Da werden wir beide hier gemobbt, wenn wir mal mit was im Mund sprechen. Oder mit den Händen ins Essen gehen. Aber von wem sind wir denn da gemobbt worden? Von den Zuschauern werden wir dann gemobbt. Wir sind schon mit Zuschauern schon mal gemobbt worden? Bitte. Aber jetzt mal ernsthaft. Erstens haben wir tolle Zuschauer natürlich, bis auf manche, die uns dann immer schreiben, wie scheiße wir sind. Aber im Ernst, ich finde in der Sendung Essen super. Ich finde, dass wir Lin mal einladen sollten. Das haben wir gerade festgestellt, dass wir uns das eigentlich schon das ganze Jahr wünschen und sie einfach nie gekommen ist. Lin, komm. Du bist eingeladen. Wahrscheinlich kommst du dazwischen. Bom, wie meine Tochter sagen würde. Bom. Lin, bom. Zwischen den Jahren wahrscheinlich dann, wenn ich glaube, Marlene und Chris hier sind, ne? Dann kommt sie. Dann bestimmt. Kommt sie wieder. Siehst du? Nein, nein, warte mal. Nein, warte. Also Lin, die Einladung gilt. Alina und ich, wir sind irgendwann im April wieder zusammen hier. bitte, komm.